Soll ich das Pferd noch im Party-Modus bringen? Nee, scheiße, wir. Wer das Video nicht liked, bekommt Lippenherpes oder ein Pickel am Popo. Ihr könnt es euch aussuchen. So. Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem Fragen- und Antworten-Video. Yay. By the way, es ist 1.14 Uhr, Mittwoch früh. Ich muss Donnerstag um 7 Uhr aufstehen, weil ich um 8 Uhr in der Schule sein muss. Das wird wahrscheinlich super. Ich habe keine Ahnung, warum ich noch wach bin, aber ich habe euch auf YouTube Fragen gestellt und die beantworte ich jetzt und level nebenbei oder keine Ahnung, was auch immer ich mache. Und ich würde sagen, ich fange direkt mit der ersten Frage an. Eine Frage, die mega oft gestellt wurde, und zwar, wie heißt du in echt? Und ich möchte es hier nochmal klarstellen. Für alle official, ich heiße Finja in echt. Mein real Name ist Finja, F-I-N-J-A. Yay. Dann die zweite Frage ist, wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt und werde nächstes Jahr im Juni 18. Dann, wie geht's dir gerade so? Bist du mit allem zufrieden? Momentan geht's mir nicht so gut, aber ich hoffe, das legt sich bald wieder. Aber ansonsten bin ich eigentlich schon zufrieden, ja, kann man schon so sagen. In welchem Bundesland wohnst du? Ich wohne in Bayern. Die nächste Frage. Welche Rasse ist dein eigenes Pferd und wie alt ist es? Also Anton ist ein Oldenburger Springpferd und Anton ist 12 Jahre alt und wird nächstes Jahr 13. So, wie bist du darauf gekommen zu reiten? Ich bin darauf gekommen zu reiten. Früher Reitunterricht, Reiterferien, Schulbetrieb, Reitbeteiligungen. Halt so das Typische, ne? Was man halt so kennt. Dann, wenn du ein Tier sein könntest, welches wärst du gerne und warum? Oh, ich glaube, ich muss gleich niesen. Holy shit, bitte nicht. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr niesen müsst, aber es kommt irgendwie nichts, sondern sitzt ihr die ganze Zeit so da, so like. Ja. Welches Tier? Ich wäre, glaube ich, gerne ein Faultier. Weil dann könnte ich mich an so einen Baum hängen und mein ganzes Leben lang einfach nur chillen und nichts machen. Das wäre voll mein Ding. Ja. So, nächste Frage. Welche Haarfarbe und welche Augenfarbe hast du? Ich habe so straßenköterblonde Locken und grüne Augen. Was ist dein verrücktester Traum? Mein verrücktester Traum ist, dass ich, boah, irgendwann mal Rechtsmedizin studiere, aber es wird eh nicht klappen, weil ich niemals einen NC von 1,0 schaffe, aber das wäre schon echt ziemlich geil. Aber das klappt eh nicht, also, aber das wäre schon echt ein cooler Traum, ja? Dann die nächste Frage. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ich habe mit YouTube angefangen, weil damals einfach irgendwie jeder mit YouTube... Och, jetzt habe ich das falsche Rennen gemacht. Ich hasse das Rennen. Das Rennen ist so scheiße. Naja, egal. Ich habe damals mit YouTube angefangen, weil früher einfach jeder mit YouTube angefangen hat. Also vor 5 Jahren hat irgendwie jeder YouTube gemacht. Und dann dachte ich mir so, hey, ich muss da auch dazugehören. Und deswegen habe ich mir dann halt einen Kanal erstellt. Und so ist das Ganze irgendwie entstanden. Und jetzt, naja, sind wir halt hier, wo wir jetzt gerade sind, ne? Welches Obst oder Gemüse magst du am liebsten? Also Gemüse esse ich mega gern Karotten und Paprika. Es gibt ja manche Menschen, die haten Paprika, so zum Beispiel mein Freund. Mein Freund mag keine Paprika, wo ich mir so denke, hä? Aber ich liebe Paprika und Kohlrabi ist auch mega geil. Also Kohlrabi ist eh allergeil. Also, blablab. Kohlrabi ist mega geil. Und Obst esse ich eigentlich alles gerne. Also ich bin irgendwie, oh, ich treffe jeden Ball, ne? Ja, geil. Ja, ich habe eigentlich bei Obst nicht so was am liebsten. Ich esse eigentlich generell alles. Seit wann bist du mit deinem Freund zusammen? Ich bin mit meinem Freund zusammen seit dem 2.1.2020. Yes. The next question is, welche Art ist deine Lieblingsart zu reiten? Also Western springen, Dressur oder mit Halsring? Also ich mag es eigentlich am meisten zu springen. Anton kann zwar auch ein bisschen Dressur, aber er ist eigentlich ein Springpferd, also deswegen eher springen. Und deswegen... springen. Ja, Western ist gar nicht meins, aber an alle, die es mögen, ist natürlich no front, ne? Dann würdest du mal dein Gesicht zeigen und mehr Follow-Me-Arounds am Stall mit Anton machen. Ja, ich mache auf jeden Fall demnächst mal wieder einen Vlog auf meinem Zweitkanal. Ihr könnt gerne meinen Zweitkanal mal abonnieren. Der Link ist auch nochmal in der Infobox und in den Kommentaren nochmal der erste Link. Ich habe zwar schon einen Vlog gemacht, aber es wird auf jeden Fall nochmal ein zweiter kommen, nur ich schaffe es irgendwie nie, einen aufzunehmen. Deswegen, I'm so sorry. Und mein Gesicht zeigen, ich weiß es nicht, weil ich weiß nicht, was die Zeit mit sich bringt. Ich habe keine Ahnung.
Seit wann kennst du Anton schon? Naja, seit ich ihn hab. Also ich habe ihn auf E-Horses gefunden, bin hingefahren und habe ihn gekauft, weil es einfach ein geiles Pferd. Die nächste Frage, die auch mega oft kam: Wann kommen wieder Geschichten aus dem Supermarkt? Freunde, ich hab Geschichten, aber irgendwie schaffe ich es nicht, die aufzunehmen. Also ich schaffe kein Video zu machen so. Deswegen, ich versuch's, ich gebe mir Mühe, ich hab verloren. Super. Also ich hoffe, demnächst kommt eins. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Wie stehst du zu bi- und homosexuellen Menschen? Ich finde es persönlich überhaupt nicht schlimm. Ich hatte auch mal eine ganze Zeit lang einen schwulen besten Freund und ich finde alle, die das haten oder nicht dahinter stehen, einfach nur Schmutz, weil man muss sich ja auch nicht rechtfertigen, wenn man jetzt auf einen Mann oder auf eine Frau steht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber. Aber ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm. Dann, auf welches Geschlecht stehst du und findest du es komisch, wenn sich zwei gleiche Geschlechter lieben? Habe ich ja gerade schon mal gesagt, nein, ich finde es nicht komisch, ich finde es ganz normal und ich stehe auf Jungs, weil ich habe einen Freund, also ich bin in Männer verliebt. Ich laber so ein Scheiß, ne? Es ist nicht normal. Was ist mit meinem Kopf nicht richtig? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, das Video wird mega langweilig für alle, weil ich nur so die Fragen so durchratter und irgendwie keine richtige Antwort gebe. I'm so sorry about this, but it's fucking 1:26 Uhr und ich muss in 5,5 Stunden aufstehen, aber hey, das können wir einfach mal so im Raum stehen lassen. Warum wohnst du alleine? Ja, ich wohne alleine mit meinem Bruder, also jetzt nicht mehr, mein Bruder ist jetzt bei der Bundeswehr, aber ich habe mal alleine gewohnt. Quatsch, ich wohne immer noch alleine. Weil ich hier in der Stadt auf die Schule gehe und mein Vater nicht hier wohnt und deswegen, ich hatte halt keinen Bock, jeden Tag 30 Minuten in die Schule zu fahren. Deswegen haben wir uns hier eine Wohnung gesucht und deswegen wohne ich alleine. And that's it. Und nein, es ist nicht furchtbar und schlimm. Und ja, ich krieg alles hin mit Wäsche waschen, putzen, kochen und aufräumen, auch wenn es manchmal bei mir aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen, aber das gehört auch dazu. Und ich komme auf jeden Fall super damit klar und ja. Was ist die peinlichste Situation, die dir in einem Livestream schon mal passiert ist? Dass ich volle Kanne gerülpst habe, aber sowas von und dann habe ich es auf meinen Freund geschoben. Kommen wir jetzt zur letzten Frage und zwar: Kannst du dir vorstellen, später mal Kinder zu haben? Und ja, ich hatte früher. Früher. Oh, Leute, es ist zu spät für mich. Wirklich, jetzt ist morgen noch mehr. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, später mal Kinder zu bekommen. Also, ich hätte gern zwei. Ein Junge und ein Mädchen am besten. Aber man weiß ja nie, was passiert. Aber ich hätte eigentlich schon gern Kinder, ja. Ja, okay, Freunde. Viel mehr habe ich eigentlich auch wieder nicht zu sagen. Weil es ist halt 1:30 Uhr und die Finja muss jetzt schlafen gehen, weil ich habe morgen Schule und ich habe morgen bis 15:30 Uhr Schule. Das wird echt hart, aber hey, ich stehe dahinter, ist gar kein Stress. Ansonsten wünsche ich euch noch was und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Und bitte like mein Video, weil sonst ganz doll weinen muss. Nein, muss ich nicht, es war nur ein Spaß. Ich bin einfach komplett durch mit meinen Nerven. I'm so sorry, I wish you all the best, good night.